Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Scrap Mechanic. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt. Ich bin euer Xocker. Wir legen auch gleich los. Und zwar heute bauen wir eine Waschmaschine. Der liebe, wer war's denn? Scheiße, ich habe vergessen, den Namen aufzuschreiben. Wünscht sich eine Waschmaschine, die auch funktioniert. Also habe ich mir gedacht, ja, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ist mal was Kleines, nicht so dieses Mammutprojekt wie Panzer. Wir bauen eine kleine Waschmaschine. Warum eigentlich nicht? Wenn wir noch Zeit haben, dann fangen wir noch was anderes an. Aber mal gucken. So, eine Waschmaschine soll es sein. Okay, ich überlege, wie wir das vernünftig bauen. Sie soll natürlich optisch ansprechend aussehen. Und es darf natürlich auch nicht zu groß werden. Das ist natürlich jetzt die Kunst von dem Ganzen hier. Und ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt schön verpacke. Das hier ist ja jetzt hier natürlich das nächste. Ist nämlich, dass wir ja auch hier jetzt irgendwie einen schönen Rand hinkriegen müssen. Den würde ich sagen, den machen wir mal so. Und, ja, genau. Aber das ist ja auch wieder so ein bisschen blöd dann. Dann lieber so. Genau. So, wir haben hier zwei Reihen. Ich würde sagen, wir machen eine dritte, damit das Ganze ein bisschen einfacher wird. Damit wir eine schöne Mitte haben. Komm schon. Das so machen. Komm schon. So. Okay, dann haben wir nämlich eine schöne Mitte hier. Ich versuche, das Ganze jetzt auf eine kompakte Bauweise hinzukriegen. Das ist natürlich jetzt, würde ich sagen, die Kunst von dem Ganzen hier. Weil es muss ja dann, wenn wir hier eine Mitte haben, eine Art Trommel rein. Ja, da ist dann natürlich das Problem vom Platz. Wir könnten als Trommel... Da ist das hier wahrscheinlich zu groß, aber das wäre eigentlich so drei Felder. Dafür müsste es einfach ein bisschen weiter nach hinten stehen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine schöne Option. Das probieren wir doch mal aus. Das wäre jetzt wirklich gar nicht mal so verkehrt. Oh, hier gleich die Höhe, die wir brauchen. Schauen wir mal. Ja, so. So. Genau. Man könnte sich sogar überlegen... Das wäre nämlich auch eine coole Idee, dass man die unterste Reihe weglässt. Weil so ist er jetzt natürlich ziemlich hoch. Nur abstellen, das ist schon, ja, fast schon zu hoch, würde ich sagen. Und wenn man jetzt wirklich sagen würde, man macht hier diese Reihe wieder weg. So, und dann... Oh, da könnte man sogar noch eins runter. Ach so, warte mal. Ja gut, dann hätten wir hier den Deckel drauf. Das wäre nämlich schon so die kritische Höhe. Man könnte sich natürlich überlegen, ob man mit Schildern arbeitet. Oder man macht es tatsächlich so. Das wäre nämlich eine andere Option. Aber dann hätte man natürlich das Problem, dass man hier den eigenen Boden sieht. Das ist natürlich auch blöd. Ja, dann arbeiten wir lieber oben mit so Schildern als Platte. Dadurch wirkt das Ding dann flacher, genau. Das wäre so meine Idee. Und unten lassen wir eine schöne Wanne drin. Also hier so unseren
Raum hier. So. Jetzt probiere ich natürlich, das Ganze so, ja, eng zu bauen, wie geht. Ja, das geht leider nicht. Das ist natürlich echt schade. Das ist natürlich wirklich schade. Dann müssen wir das halt doch so machen. So. Jetzt kann man sich natürlich... Aber eine Waschmaschine ist eigentlich kantig, oder? Eine Waschmaschine ist kantig. Da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Ich sehe das gerade nicht. Wir haben jetzt gedacht, ja, da machen wir halt so schöne Kanten rein, also so schräge Kanten, aber das ist ja eigentlich Quatsch. So, dann haben wir das. Achso, wir brauchen ja dann die Luke. Da kann man sich natürlich auch überlegen. Das würde man, ja, aber... Also ich hatte jetzt den Gedanken, Luke könnte man natürlich aus Glas machen, so wie es üblich ist. So würde es eigentlich am meisten Sinn machen, aber das Problem ist, wenn wir... Glas haben, dann haben wir natürlich eine weitere Tiefe, die ich eigentlich gerne vermieden hätte. So, drei kriegen wir nicht rein. Können wir zwei oder wir nehmen ein anderes Schild. Das muss natürlich ein eckiges sein, aber das Welcome, ja, das wäre genau die richtige Größe. Aber das ist halt so eigentlich nicht die Größe, die ich haben will. Wenn man es so macht. Na, das sieht scheiße aus. Oder man macht es so. Jetzt komme ich da nicht hin. Da müssen wir dann nochmal die Trommel abbauen. Dann machen wir es so. So. Okay, dann brauchen wir die Trommel wieder. Die ist gar nicht mehr so verkehrt. Also schon eine ordentliche Trommel, aber sie ist nicht verkehrt. Aber sie ist halt, es ist schon sehr tief, ne? Man könnte jetzt natürlich auch überlegen, ob man, das wäre dann halt, wenn man das hier nehmen würde, das wäre halt dann eher so eine große Waschmaschine, wobei das wahrscheinlich von der Tiefe her gleich ist. Das Rote ist, glaube ich, Das wäre doch gar nicht so verkehrt. Müssen wir jetzt mal gucken. Aha. Ja. Aber da haben wir wieder das Problem mit dem Deckel, ne? Weil da wäre jetzt theoretisch ja das hier weg. Huch. So, der Hund wird gerade gequietscht, also ist auf ein Spielzeug getreten. Lustig. Jetzt guckt sie ganz belämmert. Was war das? Das habe ich eigentlich versteckt, aber pst. Ich möchte, dass Xirin sich dann da draus setzt. Es liegt so unterm Kissen unter ihrem Stuhl. Sie wird sich bestimmt erschrecken und würde wahrscheinlich im ersten Moment denken, das ist der Hund, auf den sie sich setzt. Okay, zurück zum Thema. Ja, wie machen wir das? Das hat halt alles so runde Versickungen. Das ist halt unvorteilhaft. Das hier vielleicht? Das könnte man sich tatsächlich mal anschauen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ist halt die Frage, wie man das oben dann schön macht. Das ist jetzt die Kunst. Ich mache jetzt mal hier so kurz eine Betonplatte hin, damit ich das hier schön machen kann. Oder so. Ne, das geht auch nicht, weil ich ja hier dann so muss. Das ist zu weit. Oder so. Und in Mitte offen lassen? Das wäre eigentlich auch eine Idee.
Aber hier so. Das ist ja eh rot. Nun, so könnte man es machen. So wäre doch gar nicht so schlecht. Das gefällt mir gerade. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das hier irgendwie noch ein bisschen schöner hinkriegen unten. Ich weiß zwar nicht wie. Eigentlich geht's nur so, damit die Seiten zu sind. Da kommt dann eh ein Bearing drauf. Ach komm. So. Das dann so. Okay. Das dann in die andere Richtung. Da machen wir jetzt eine schöne Glasfront hin. Man könnte sich überlegen, ob man ein Kreuz macht und es so simuliert, als wäre es rund. Oder man macht es so. Ich glaube, wir machen es so. Das sieht besser aus, oder? Was meint ihr? Ja, finde ich auch. So, jetzt müssen wir natürlich auch noch die Technik irgendwo unterbringen. Das Ding soll ja auch arbeiten. Sprich, wir machen jetzt hier machen wir doch die Batterie vielleicht nach hinten. Das sieht dann vielleicht gar nicht so verkehrt aus, wenn man da dran kommt. Ich muss mal auf den Lift stellen. Wenn man das da so dran macht, dann müsste man eigentlich genau die Batterie nach vorne kriegen. So, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Finde ich nicht. So, und dann haben wir einmal hier die Tür. Machen wir hier so an der Seite hier so den Schalter hin. Dann machen wir doch, wo haben wir den? Hier den Logic Gate. Hier so hin. Ich habe mir gedacht, da haben wir natürlich ein kleines Platzproblem. Machen wir den hier so hin. Ne, das sieht doof aus. Oder so? Aber es sieht auch ein bisschen komisch aus, oder? Was meint ihr? Dann machen wir doch. Doch so vielleicht, hm? Also, das wird der Anschaltknopf. Da bin ich am Überlegen. Kann man den Knopf auf 2 gehen? Genau. Und dann machen wir nämlich hier auf AND, also die Tür. Und dann machen wir NAND. So. Weil die Tür. Muss zu sein. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Okay. Ach so. Nee. Moment. Ach so, sobald einer. Genau. Okay, passt. Dann ist es doch end, oder? Und so ist ja die Tür offen. Nee. Warte mal, dann machen wir das doch ganz anders da. Dann setzen wir die Tür auf 90 so und wenn man den Knopf drückt, geht sie zu. Also sie ist einfach immer offen. So, und dann mache ich die Tür zu und betätige den Knopf. Erst dann geht es an. Also wenn die Tür offen ist, kann ich die Waschmaschine nicht anschalten. Erst wenn beides zu ist, also erst wenn die Tür zu ist und ja, ihr wisst schon. So, und dann haben wir hier den Knopf. Und ja, da bin ich jetzt noch ein bisschen überlegen. Soll ich das wirklich damit steuern lassen? Kann man das machen? Ich denke, man kann das schon machen, oder? Machen wir mal, dann machen wir einfach mal hier 90 und dann wiederholen. So, probieren wir mal aus. So. Arbeitet. Jetzt kann man sich natürlich überlegen,
ob man das Ganze schneller laufen lässt. Wäre vielleicht cooler, oder? Und da arbeitet die Waschmaschine. Und ist doch gar nicht so verkehrt. Wenn ich jetzt aufmache, bleibt die Waschmaschine stehen. Eigentlich dürfte das nicht sein. Normalerweise müsste man es so machen, dass man wirklich dann den Knopf drückt oder man muss warten, bis der Waschgang fertig ist. Ja, könnte man das lösen. Man könnte das vielleicht mit einem Timer machen. Wenn man den Timer hier auf 59 Sekunden einfach stellt. Und nur überlegen. Wenn man den auf 59 Sekunden stellt, der gibt den Signal aufzuladen. Da bräuchte man theoretisch. Ich weiß nicht, ob das dann jetzt geht. Da muss ich jetzt kurz überlegen. Also ich würde das jetzt so machen, dass sich das auflädt und diese Zeit, die sich aufgeladen hat, braucht er dann theoretisch auch wieder, um sich zu entladen. Also sprich, er startet die Waschmaschine. Ja, man könnte das natürlich... Na, das funktioniert nicht. Wenn ich die Tür zumache. Mist. Also theoretisch muss das mit der Tür fungieren, nicht mit dem Motor. Beziehungsweise indirekt auch. Ah, das ist jetzt schon ein bisschen komplizierter. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, die könntet ihr mir dann zu Teile kommen lassen. Wie könnte man das machen? Also ich mache die Tür zu und die Tür ist zu und dabei lädt er den hier auf. Also theoretisch könnte man das vom Schalter aus machen, oder? Würde das gehen? Aber sobald ich ja wieder den Schalter ausmache, würde die Tür aufgehen und er würde sich dafür gar nicht mehr interessieren. Aber man könnte den die Aufladefunktion hierhin verbinden. Ich mache jetzt einfach mal hier so 3 Sekunden. So ein direktes so. Ich brauche jetzt einen Augenblick, bis ich mich anfange zu rotieren. Aber die Tür würde wieder sofort aufgehen. Das ist jetzt nämlich das Problem. Also, man kann es umsetzen. Das Problem ist, es ist der Platz. Ich habe hier jetzt nur so einen geringen Platz hier zur Verfügung. Theoretisch, wenn ich das nicht hier hingehen lasse. Und das interessiert er nämlich dann jetzt wieder nicht. Und wenn ich das so mache. Ja, aber ich brauche ja den Signal für die Türschließemechanismus sofort. Weil das bringt mir nichts, wenn er erst die Tür schließt, wenn das Ding hier voll ist. Das ist ja Quatsch. Dann kann ich es auch gleich lassen. Deswegen brauche ich den Befehl sofort, dass er die Tür schließt. Er schließt die Tür sofort. Na, dann ist das eigentlich wohl doch eher Mist. Wie kann man das machen? Ja, vielleicht durch noch ein Control. Warte mal, genau. Wenn ich jetzt hier den auf das hier gehen lasse und den dann dorthin. So, das funktioniert ohne Probleme, genau. Der geht jetzt zu. Der soll natürlich auch hier dran gehen. Oder? Und dann haben wir den. Tu das nochmal weg. Dreh später. Und wenn wir jetzt von hier aus. Nee, warte mal. Vom Schalter direkt.
Da dran gehen, das wäre eine Idee. Und hier so. Nee, Moment. Nee, das funktioniert auch nicht. Das ist ja fast dasselbe Prinzip. Oh, jetzt wird's knifflig. Jetzt bin ich aber gereizt, das hinzukriegen. Ich jetzt da den dahin gehen lasse, das so. Und jetzt durch die Ladefunktion hier drauf gehe. Genau. Also die Tür muss dann einfach so lang zu sein. Aber da haben wir wieder das Problem. Ah ne, warte mal, wenn wir jetzt das hier so drauf machen, das auf NAND. So, schauen wir mal, jetzt die Tür zu. Ne, Moment. Ja doch. Wieso lädt der den jetzt nicht? Ach, der hat jetzt gar kein Ladesignal. Wo kriegt er denn jetzt ein Ladesignal her? Ach, von dem her, genau. So. Nee. Jetzt sind wir das hier. Eieiei, ist das kompliziert. So geht's nicht. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Nix, okay. So, jetzt habe ich das Knopf gedrückt. Jetzt lädt das Ding auf. Und erst dann geht die Tür auf. Aber jetzt dreht sich die Waschmaschine. Da machen wir das mal jetzt auf NAND. Sprich, ich mache jetzt die Tür zu. Aber die Waschmaschine fängt sofort an zu drehen. Das ist ja eigentlich auch nicht Sinn und Zweck. Und wahrscheinlich, wenn das leer ist. Ja, nee, das funktioniert so nicht. Aber man könnte für die Waschmaschine, also für den Knopf, auch erst ein späteres Arbeiten ermöglichen. Sprich, keine Ahnung, nach 6 Sekunden oder so. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Ah, ist das kompliziert. So, jetzt mache ich das nochmal weg. Jetzt habe ich es ganz kaputt gemacht. So ist auf, genau. Ich mache die Tür zu. Lass uns doch mal das umkehren. Also sprich, so machen, wie es eigentlich gehört. Ach so, weil wir hier Dings haben. Deswegen. So, genau. Jetzt ist das beides an. Jetzt ist es aber hier so. Also das wieder auf End. Heieieiei. So, ein paar Sekunden später fängt dann die Waschmaschine an zu arbeiten. Das Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt die Tür aufmache, dann arbeitet er nach. Das soll natürlich nicht sein. Sprich, jetzt glaube ich, könnte ich es hinkriegen. Sprich, solange er hier ein Signal gibt, also solange das leuchtet, also der gibt hier auch noch ein Signal ab. Das machen wir auch auf 3 Sekunden. Solange die beiden leuchten, wird das hier nicht aufleuchten. Und der hier geht dahin. Das ist der Schalter für hier.
der ihm erlaubt, die Tür zu schließen. Beziehungsweise zu öffnen. So. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Sprich, ich kann jetzt hier so viel rumdrücken, wie ich will. Die Tür wird nicht aufgehen. Genau. Warum geht sie jetzt doch auf? So ein Mist. So, jetzt machen wir nochmal die Tür zu. Jetzt habe ich irgendwie da was verstellt. Dann dürfen wir hier nicht rangehen. Ach je. Nein, also die Tür muss auf jeden Fall zu sein. Eieiei, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Oh, ist das spannend. So. Also, wir haben hier das Signal. Erst wenn beide aktiviert sind. Das ist momentan so, das darf eigentlich auch nicht sein. Also, nennt. Sobald beide aktiviert sind. Nein. Nein, nein, nein. Hey, ich hab doch jetzt die Tür doch richtig geschaltet, dachte ich. Oh, ist doch so, dass die Tür von Anfang an zu ist. Hä? Ach so, weil das jetzt hinten... Hey, ist das kompliziert. Hey, ist das kompliziert, meine Güte. So, ich drücke jetzt aufs Knöpfchen, Tür geht zu. Gib dem Signal hier durch, ich drücke hier drauf. Voila, lädt sich das auf. Waschmaschine fängt an zu arbeiten. So, witzigerweise öffnet jetzt die Tür, weil das Licht aus irgendeinem Grund ausgeht. Dann machen wir jetzt hier mal auf AND. So. Sprich, das Licht geht aus. Da geht's an. So, ich dürfte jetzt, genau, ich dürfte jetzt hier gar nicht, das dürfte jetzt gar nicht funktionieren, dass ich die Tür öffne. Ich drücke aufs Knöpfchen. Es geht aus. Der Schalter fährt runter. Und jetzt sollte eigentlich irgendwann mal die Tür aufgehen. Tut's aber nicht. Was ist, wenn ich jetzt den Knopf auch noch drücke? Da passiert gar nichts. Okay. Warum geht's nicht? Aha, weil hier das Signal nicht an dem weitergegeben wird. Wieso? Habe ich da was vergessen? Weil das auf AND steht. Wenn man das jetzt auf OR macht, müsste es eigentlich gehen. So, probieren wir es mal aus. Ich mache jetzt die Tür zu. Geht nicht. Okay. Grund... Wegen dem hier. Sprich, das muss so sein. Okay, Tür ist zu. Probieren wir es einfach weiter mal aus. Wir kriegen das schon noch hin. Warum ist jetzt die Tür zu, aber das Licht leuchtet? Ganz komisch. Machen wir es wieder auf AND. So, okay. Jetzt ist die Tür wieder auf. Es ist verzwickt. Verzwickt. Aber ich bin auf dem richtigen Weg, glaube ich. Ich glaube, ich brauche irgendwie noch zwei Controller oder so. Oh, Wahnsinn. Das macht mich... Es macht mich wahnsinnig. Das macht mich wuschig und nervös. So, die Tür ist offen. Warum auch immer. Das soll eigentlich nicht sein. Eigentlich sollte es in dieser Position sein. Wollte Lämpchen leuchten. Geben das Signal ab an den hier, dass er anfängt in 6 Sekunden sich zu drehen. So, man drückt aus. 6 Sekunden dreht er weiter. Könnt ihr mal ein bisschen weniger stellen. Bin ich mal auf 3. Und dann gibt er das Signal hier an dem hier, dass er eigentlich nicht mehr aufmachen darf. Sprich, die beiden hier geben ein Lichtsignal, solange das aktiv ist.
lässt sich das nicht öffnen. Eigentlich so weit, so gut. Aber warum tut es dann das trotzdem? Ich mache das jetzt mal hier hin. Gib dem Lichtsignal hier hin. Und das geht dann einfach. Ich mache das jetzt einfach mal hier dran. Ich weiß nicht warum, aber. Wenn das beides leuchtet, erst dann darf die Tür bewegt werden. Ist völlig egal, ob offen oder zu. Erst dann darf die Tür bewegt werden. Sprich, ich drücke jetzt hier drauf. Die Waschmaschine kriegt den Befehl zu stoppen. Und es funktioniert nicht. Wieso? Habe ich irgendwas falsch gemacht? So, beide Signale geben ein AND. Nee, ein OR. Ein OR brauchen wir, nicht AND. So, und sobald einer von beiden ein Signal gibt, gibt er dem das Signal auszugehen. Jetzt, Menschenskinder, no. Manchmal echt. So, Waschmaschine starten. Jetzt gibt er sofort das Signal. Moment, ich will aber nicht, dass die Tür geöffnet werden kann, weil... Keine Ahnung warum. So, jetzt geht's nicht. Also mache ich den Schalter aus. 6 Sekunden, 12 Sekunden. Er geht durch, Wasser pumpt raus. Und jetzt erst lässt sich die Tür öffnen. Ich kann jetzt auch nicht die Waschmaschine einschalten. Da kann ich so viel rumhämmern, wie ich will. Schwere Geburt. So. Machen wir das Ding noch ein bisschen schöner. Wunderschön. Beste Waschmaschine, die es im Spiel gibt. So, endlich hat es funktioniert. Ja, meistens sind die ja weiß oder in so einem Creme. Wollen wir Creme ausprobieren? Nehmen wir mal weiß. Aber ich habe letztens mal eine schwarze Waschmaschine gesehen. Die sah so geil aus. Die hat aber richtig viel gekostet. Ich glaube, irgendwas mit 1000 oder so. Also das Ding war richtig teuer. Nur weil die schwarz ist. Da kriegt der Begriff, nur weil der Satz eine neue Bedeutung. Nur weil ich schwarz bin. So. Ja, das sieht doch hier oben jetzt auch nicht schlecht aus. Ich kann die Tür nicht öffnen. Nein, da ist noch Wasser drin. Ich muss erst das Wasser abpumpen. Rada, rada. Pum, pum, pum. Tschup, tschup, tschup. Und jetzt geht die Tür auf. Hammer. Das ist doch richtig cool geworden. Ich komme nicht dran. Müssen wir noch einen Lift tun. Also, ich finde, das ist eine richtig gute, schöne Waschmaschine geworden. So. Verdammt. Ich komme nicht dran. So. Die ist auch nicht zu groß. Die hat genau die richtige Größe, die dann auch in so eine Ecke reinpasst. Oder mit den anderen Möbeln, also mit so einer Theke, genau agieren kann von der Größe her. Das ist nämlich, wie breit ist die jetzt eigentlich? Man sieht jetzt gar nichts mehr. 1, 2, 3, 4, ja, 5 ist noch okay. Normalerweise, ich mache meistens immer 4. Dann habe ich immer in der Mitte dann den Waschbecken mit 2. 5 ist aber auch noch eine schöne große. Ansonsten tut man hier die hintere Reihe in der Wand vertiefen. Also wirklich eine schöne Waschmaschine geworden, finde ich. Ich hätte natürlich auch noch Piepsgeräusche und noch vielleicht ein Pumpgeräusch oder irgendwie sowas. Aber das würde dann vom Platz her nicht mehr hinpassen. Deswegen finde ich so, ist wirklich eine schöne Waschmaschine geworden, die ich selber in meinen Häusern dann irgendwann auch verwenden werde. Also wirklich eine schöne Waschmaschine. Oh, Caps an. Waschmaschine. So, geworden. Finde ich sehr schön. Also wirklich tolles Teil geworden. So.
Richtig cool. Ja, dann bedanke ich mich vielmals. Schade, ich wollte eigentlich noch irgendwie was anfangen zu bauen, aber das wird von der Zeit her nicht mehr hinhauen. Und morgen dann wird es was Ähnliches in diese Richtung geben. Aber lasst euch überraschen. Er wird auf jeden Fall nett. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, einen kleinen Like da lassen. Ich sage Peace, bis zum nächsten Mal. Peace.